Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, euch geht's gut. Leute, was ist denn das immer? Was ist denn das immer, dieses gegenseitige Einschränken innerhalb einer Beziehung? Ich verstehe nicht. Und deswegen mache ich mit meiner Freundin erst recht so weiter, weil wir unsere Beziehung sehr zelebrieren, weil wir sehr offen und ehrlich miteinander umgehen. Und bei uns gibt es einfach keine Ego-Probleme. Das heißt, warum soll ich meiner Freundin verbieten, mit einem Ausschnitt rauszugehen? Wer bin ich, dass ich ihr das verbieten kann? Also was ist das? Was ist das? Ich habe sie doch genauso kennengelernt. Ich habe ihre Insta-Bilder gesehen. Sie ist freizügig, sexy und zelebriert ihren Körper. Und das fand ich geil. Also wer bin ich, dass ich dann quasi dann, wenn wir zusammengekommen sind, dass ich ihr dann nicht mehr erlaube, so rumzulaufen, wie sie vorher umgelaufen ist? Hey, what the fuck? Genauso wie Mädels. Was soll das Gedönste von wegen, ich will nicht, dass du ins Fitnessstudio gehst. Ich will nicht, dass du oben ohne Körper postest. Warum postest du dein Sixpack? Warum zeigst du den Leuten, kannst du es nicht für dich machen? Aber er zelebriert seinen Körper. So, er möchte das zeigen und es ist ein gutes Recht. Er achtet auf seine Ernährung. Er geht regelmäßig ins Fitnessstudio. Leute, jetzt sag ich mal was. Also ihr werdet mit so einer Anstellung, ja, auf Dauer keine gesunde Beziehung führen. Ihr werdet immer wieder nach ein, zwei Jahren, spätestens drei Jahren, werdet ihr euch trennen. Und dann macht ihr dann, während ihr Single seid, macht ihr dann wieder irgendwelche Sachen, die ihr in der Beziehung nicht machen durftet. Es ist immer dieser Teufelskreis. Warum fängt man dann immer an, während einer Trennung das zu machen? Oh mein Gott, ich kann eigentlich wieder feiern gehen, so. Keiner sagt mir, dass ich nicht feiern gehen darf. Ja, Digga, warum? Aber warum verbietet man sich das gegenseitig? Was soll denn dieses Verbieten? Ich raff das nicht. Leute, meine Freundin kann sich im Internet so präsentieren, wie sie es möchte. Es ist ihre Entscheidung, es ist ihr Account, es ist ihr Leben. Sie ist gerade in ihrer Blütezeit. Sie ist Mitte 20, Alter. Sie hat einen geilen Körper. Sieht gut aus. Warum soll sie das nicht zelebrieren und warum soll sie das nicht zeigen? Es ist ja nicht so, dass sie es zeigt, um von anderen Männern Aufmerksamkeit zu bekommen. So, weil wenn das der Fall ist, dann haben wir ein Problem und dann muss ich mit ihr drüber sprechen. Aber es ist nicht der Fall. Sie weiß ganz genau, dass ich sowieso der Hype-Man schlechthin bin. Ich hype sie jeden Tag und reagiere immer wieder aufs Neue, wenn ich sie nackt sehe. Als hätte ich sie noch nie vorher nackt gesehen. So, sie kriegt ihre Bestätigung durch mich. Dass sie für mich die schönste Frau der Welt ist und sie kriegt durch mich genug Anerkennung. Umgekehrt genauso. Ich bin einfach confident. Sie kann rausgehen, sie kann feiern gehen, sie kann einen Ausschnitt tragen, sie kann sich sexy anziehen, sie soll sich sexy anziehen. Ich will das. So, es ist ihr Leben, es ist ihr Körper. Digga, zelebrier dich. Weißt du, ich meine, das gilt für euch alle da draußen. Wenn ich dann irgendwann mal wieder in die Situation komme, dass ich mal wieder meinen Sixpack posten kann, wenn ich bereit bin, dauert noch ein bisschen, dann werde ich es auch machen. Einfach, weil es mein Körper ist und weil ich einfach mich zelebriere. Es geht um mich. So, in einer Beziehung bedeutet es nicht, dass dein Leben für dich selber zu Ende ist. Ja, man muss auch nicht immer alles mit seinem Partner machen. Man kann auch mal unabhängig voneinander Aktivitäten eingehen. Man kann auch mit seinen Mädels alleine verreisen. Man kann auch mit seinen Jungs alleine verreisen. Es ist ein Leben, wo man sich nicht einschränken sollte. Deswegen rafft es doch endlich mal. Für mich persönlich ist es nur wichtig, dass ich von meiner Freundin die meiste und die größte Aufmerksamkeit bekomme. Das ist mir am wichtigsten. Natürlich freue ich mich auch, wenn andere Frauen mir Komplimente machen und wenn sie mir sagen, wie toll ich bin oder dass ich gut aussehe oder was auch immer. So, genau wie meine Freundin. Wenn sie das von anderen Männern hört, dann ist es auch für sie toll. Aber das Wichtigste ist immer noch, dass sie es immer noch von mir hören möchte. Und ich möchte es von ihr hören. So, das ist immer noch, das ist die Prämisse. Da muss es starten und da muss es enden. Alles andere, Digga, alles andere, Mann, nur Kopfschmerzen. Also entspannt euch, führt eine Beziehung, redet miteinander und wenn es dir nicht passt, Digga, wenn sie dir zu freizügig ist, dann musst du sie verlassen. So, aber du solltest dich nicht für ihn einschränken. Und wenn du der Meinung bist, dass sie zu eifersüchtig ist und du darfst dich nicht zeigen, so wie du es möchtest, so, dann, Digga, dann beende das. So, was soll der ganze Scheiß? Kopfschmerzen.